Dere und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Strategic Mind the Pacific. Wir sehen hier noch die Aktionen der japanischen KI vom Vortag und sobald diese abgeschlossen sind, widmen wir uns natürlich dem nächsten Tag der Schlacht. In der Realität hat jetzt an diesen Tagen kein Kampf mehr stattgefunden, aber wir waren nicht so schnell wie die Kriegsparteien in der Realität. Aus dem Grund wird bei uns noch gekämpft. Wir sehen hier gerade die japanischen Invasionstruppen, 10 Transporter an der Zahl, und die dürfen Port Moresby nicht erreichen, denn eines unserer Primärziele ist das Halten von Port Moresby. Zusätzlich darf unser Flugzeugträger Yorktown nicht versenkt werden und eben wir müssen diese 10 Invasionstruppen stoppen. Außerdem sehen wir hier beim Gegner einen Kreuzer, der hoffentlich auch versenkt werden kann. Kreuzer sind für uns sehr gefährlich, speziell für unsere Zerstörer, und wir haben relativ viele Zerstörer. Wir haben hier 3 Schiffe der Clemson-Klasse, davon gehören 2 uns, das sind 2 Kerngruppen, sprich mit einer grünen Lebenspunktezahl sozusagen. Das heißt, die nehmen wir mit in die nächste Mission, auch sofern sie überleben. Die gelben Truppen nehmen wir nicht mit, die sind mehr oder weniger geliehen. Jetzt sehen wir hier auch unsere KI-Unterstützung, unsere KI-Kameraden, die ebenfalls in die Schlacht eingreifen, relativ spät, aber dann doch. Und hier die USS Sims, der Zerstörer, plus die USS Neosho, ein Transportschiff, das oder die beide den Hafen von Port Moresby erreichen müssen. Dazu auch noch Zerstörer, die jetzt von losstarten, um in die Schlacht einzugreifen. Aber die sind noch sehr, sehr weit weg, also fraglich, ob die uns tatsächlich helfen können. So, das war jetzt das Update sozusagen vom letzten Mal oder die Zusammenfassung vom letzten Mal. Und jetzt sind wir am 11. Mai 1942. Wie gesagt, wir wissen, wir müssen 10 Invasionstruppen oder diese 10 Truppentransportschiffe zerstören, damit sie nicht anlegen können. Das ist sehr, sehr wichtig. Das Wetter ist regnerisch, was die Sicht beeinträchtigt. Das ist sehr wichtig in diesem Spiel. Regen oder auch Nacht beispielsweise, das sind alles Status sozusagen, die großen Einfluss auf das Spiel selbst haben. Mit unserer Gato, unserer gelben Gato, die leider schon sehr, sehr schwer beschädigt ist, versuchen wir hier bestmöglich die Schiffe aufzuklären. Und wir sehen schon, ja, da tut sich einiges beim Gegner. Wir lassen jetzt einen Torpedo raus auf den Truppentransporter Nummer 1, sagen wir mal. Ja, leider nicht versenkt. Das ist ein Problem. Wir haben ehrlich gesagt gehofft, oder ich habe ehrlich gesagt gehofft, mit einem Torpedo eines U-Boots hier schon einen Transporter rausnehmen zu können. Das ist leider nicht so. Das heißt, da bleiben sehr, sehr viele Boote übrig. Das wird äußerst schwer, hier wirklich alle Transporter gleich in dieser Runde aus dem Spiel nehmen zu können. Wir holen unseren Aufklärungsflieger, der sich jetzt da mitten rein postiert. Er wird diese Runde zwar nicht überleben, aber er gibt uns Boni bei den Angriffen auf die Schiffe. Wir sehen hier beispielsweise mit unserer Kern-Gato hätten wir jetzt oder würden wir jetzt 7 Schaden machen auf die meisten dieser Truppentransporte.
weit weniger natürlich auf den Kreuzer, das ist ganz klar, Mogami-Klasse-Kreuzer, aber da werden wir versuchen, eine andere Lösung zu finden. Was wir brauchen, sind auf jeden Fall 8 Schaden mindestens gegen Truppentransporter, um diese wirklich vollständig aus dem Spiel zu nehmen. Und auch dann ist das nicht hundertprozentig gegeben, denn die haben ja auch Dinge wie Maschinen und so weiter. Das heißt, ja, sehr, sehr gefährlich. Mit unserer Colorado haben wir jetzt einmal 2 dicke Salven auf die gegnerische Mogami-Klasse losgelassen, haben ja ihre Module gut beschädigt, beim Rumpf leider nur sehr wenig. Mit der Sekundärbatterie können wir jetzt aber glücklicherweise 2 Transportschiffe rausnehmen, was sehr, sehr wichtig für uns jetzt war. Dann folgt unsere Northampton. Wir überlegen hier, was machen wir? Wir möchten natürlich mit unseren großen Schiffen, wie eben Colorado, Northampton, die gegnerische Mogami unter Druck setzen und beschädigen, damit das Schiff vielleicht ja handlungsunfähig wird. Wir haben mit unseren Zerstörern nämlich keine Chance gegen die Mogami. Und unsere Flugzeuge wollen wir auch nicht unbedingt dagegen einsetzen, denn, ja, super Flugabwehr von der Mogami, das heißt, das ist nicht Sinn und Zweck. Wir können hier jetzt mit der Sekundärbatterie unserer Northampton ebenfalls 2 Transporter rausnehmen. Somit bleiben 6 Stück übrig. Das schaut nicht so schlecht aus. Da ist Potenzial da. Schauen jetzt natürlich, was wir mit der Yorktown machen können. Wir haben hier nach wie vor das Problem Zero. Dieses japanische Jagdflugzeug, das sehr, sehr viel Schaden gegen unsere Bomber macht. Und wir müssen natürlich schauen, dass dieses Flugzeug schnellstmöglich vom Brett genommen wird. Holen jetzt hier unsere Gato, unsere grüne Gato, die versenkt glücklicherweise einen weiteren Truppentransporter und wir stellen uns hier jetzt etwas wieder in diese Lücke. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Transporter an uns vorbei müssen, wenn sie landen wollen. Bei der Gato hilft das natürlich nur bedingt, denn die fahren einfach drüber, okay, aber zumindest müssen wir nicht weit nachfahren, um die Transporter dann wieder unter Beschuss nehmen zu können. Jetzt schauen wir uns an, was unsere Wildcat gegen die gegnerische Zero macht. Hoffen aufs Beste, sie macht einen Schaden, kassiert selbst aber nicht. Das ist sehr positiv, damit können wir definitiv leben. Dann machen wir das Gleiche mit einem zweiten Jagdflugzeug von uns, also mit einer zweiten Wildcat. Und die schafft es, die Zero zu zerstören. Sehr wichtig, sehr, sehr hilfreich. Jetzt haben wir natürlich noch unsere Kern-Wildcat, die grüne. Die könnte tatsächlich 2 Schaden machen. Das wundert mich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn an und für sich sind die Wildcats nicht effizient gegen Schiffe. Aber ja, 2 Schaden sind okay. Leider keinen Schaden beim Rumpf. Dennoch, ja, gute Leistung. Das ist schon okay so. Mit einer unserer Dauntless versuchen wir hier einen Truppentransporter zu zerstören. Das gelingt uns leider nicht ganz. Wir sehen hier schon der nächste. Sehr, sehr nah auch leider am Strand. Ich weiß nicht, ob die japanischen Schiffe hier anlegen können und dann die Truppen über den Berg gehen können. Keine Ahnung. Ich möchte es aber nicht riskieren. Aus dem Grund, ja, versuchen wir die natürlich rauszunehmen. Das ist der absolute Fokus jetzt, weit wichtiger. Also wenn wir diese Invasionstruppen stoppen können, die Mogami können wir dann schon irgendwie in Schach halten. Und eben, das ist kein Hauptziel von uns, die Mogami zu zerstören.
aus dem Grund wirklich Fokus auf die Transporter. Und hier sehen wir, da kommt schon der nächste in Sicht, oder wir vermuten zumindest, dass es noch ein Transporter ist, der hier in Sicht kommt. Mit unserer Dauntless können wir hier jetzt hoffentlich einen weiteren Transporter zerstören. Sehr gut. Noch einer kaputt. Das läuft nicht schlecht. Es gibt nur noch 3 Transporter der Japaner, die uns jetzt gefährlich werden können. Einer davon ist aufgeklärt, oder wir vermuten zumindest, dass einer davon aufgeklärt ist. Eventuell handelt es sich hier aber auch um ein anderes Schiff. Wir werden es sehen. Dann haben wir noch allerlei... Ah, Moment, da sind die 3 Truppentransporter. Das heißt, dieses aufgeklärte Schiff dort hinten ist etwas anderes. Das wird gefährlich. Das wird gefährlich. Naja, wir werden sehen. Jetzt zuerst darf die Clemson schalten und walten. Wir versuchen hier die gegnerischen Schiffe bestmöglich rauszunehmen. Wenn wir die 3 vielleicht noch in dieser Runde versenken können, da bin ich relativ zuversichtlich, eines davon ist weg, dann, ja, behaupte ich mal, werden wir dieses Gefecht generell gewinnen. Das wäre natürlich super. Jetzt hier noch der letzte Transporter übrig. Wir kommen mit einer Clemson wieder daher und feuern darauf. Und das war's. The Japanese landing force was destroyed. The enemy threat to Port Moresby was annihilated. From Admiral King to Admiral Nimitz. For the first time in this war, the Japanese offensive has been thwarted. You and your men have achieved a glorious victory. I congratulate you. From Admiral King to Admiral Nimitz. Congratulations on the first victory. You proved to be an outstanding strategist and a strong-willed commander. Your decisive actions in the spirit of the best naval traditions made us all proud of the US Navy. Herausragend. Wir haben einen silbernen Sieg errungen. Wir könnten jetzt sozusagen in den Hafen gehen, wir könnten die Mission beenden. Oder alternativ zum Spiel zurückkehren und versuchen zum Beispiel auch die gegnerische Mogami noch zu zerstören oder diese Landeinheiten der Japaner zu zerstören. Ist natürlich beides eine Option und ja, man muss überlegen. Das Problem ist, wenn wir Schiffe verlieren dabei, dann ist es das natürlich nicht wert. Wenn wir das nicht tun, sondern nur Gegner zerstören, super Sache. Wir entscheiden uns dafür, hier noch die Mogami anzugreifen, hoffen natürlich, dass das klappt, dass uns das ein paar mehr Siegpunkte gibt. Wir haben jetzt derzeit 299 von 400 möglichen Siegpunkten in dieser Operation erreicht. Das ist gut, nicht herausragend. Und eben mit diesen Siegpunkten kann man dann später Verbesserungen kaufen und so weiter und so fort. Und wir hoffen natürlich jetzt, indem wir dann die Mogami ebenfalls zerstören, dass wir hier eine bessere Wertung noch bekommen. Hin und wieder muss man einfach härter gewinnen oder noch härter gewinnen. Ja, ist einfach so. Die Gier. Hier hätten wir noch eine Clemson. Wir könnten 2 Schaden bei der Mogami machen mit den Torpedos. Zusätzlich natürlich auch mit den Kanonen. Aber dann ist die Clemson im nächsten Zug mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit zerstört, denn die Mogami wird zurückfeuern und die Clemson kann sich das nicht mehr leisten. Was wir hier noch haben, oder wir schauen noch durch, welche Optionen wir hier noch haben. Die Dauntless könnte noch ein Feld fliegen. Wir fliegen hier extra weg vom gegnerischen Zerstörer möglicherweise, was auch immer. Und
beenden den Zug, schauen uns jetzt an, was die Japaner machen. Ja, eine Kagero schießt auf unsere Flugzeuge, die Mogami schießt auf unsere Flugzeuge und ich habe die furchtbare Vermutung, dass wir hier jetzt noch ein U-Boot verlieren. Wir wurden erkannt, das ist ganz schlecht. Wir bekommen hier Schaden und ja, wir verlieren tatsächlich dieses U-Boot. Ein Desaster. Das tut wirklich weh, das ist problematisch und hat diese Mission jetzt weit zurückgeworfen. Da wäre es weit besser gewesen. Da kommt jetzt noch ein Flieger daher, herausragend. Oje, oje, oje. Ja, das war nicht gut. 303 Siegpunkte derzeit, weil wir auch Schaden gemacht haben und so weiter. Aber natürlich ein Schiff verloren und das kostet viel, viel Geld dann am Ende. Das wird uns nämlich dann auch abgezogen, sozusagen von unserer Kriegskasse. Also durchaus problematisch. Der Gegner holt sich hier jetzt einen Flugzeugkill. Wir hoffen, dass jetzt langsam aber sicher vielleicht Neosho und Sims tatsächlich in den Hafen einlaufen, damit dieses Ziel vielleicht auch irgendwann erfüllt wird. In dieser Runde geht sich's nicht mehr aus, so viel wissen wir. Ja, und diese beiden Zerstörer fahren hier auch weiter nach Norden, aber nach wie vor viel zu weit weg, um irgendwie hilfreich zu sein. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann den nächsten Tag an. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bis bald und derre.